Ja, ich glaube, das war heute speziell erste Halbzeit eine absolut überragende Leistung für uns. Wir haben gewusst, dass Altach ziemlich unter Druck steht heute, dass sie in der Liga ein bisschen hinter den Erwartungen sind und sie haben einige Tore bekommen. Vorhin sind sie mit Nuhio sehr gefährlich, aber ich glaube, den haben wir komplett aus dem Spiel genommen, was wir da erste Halbzeit für ein Spiel gemacht haben. Das, ja, wie ich schon gesagt habe, das war absolut überragend. Vollkommen verdient, 13-0 vorn gewesen, mehrere Chancen noch gehabt auf mehrere Tore. In der Halbzeit haben wir dann gesagt, okay, es geht wieder bei 0-0 los, wir müssen wieder voll fokussiert sein. Wir kriegen heute kein Tor, wenn es zweite Halbzeit möglich ist, machen wir noch ein, zwei. Chancen hätten wir gehabt, gemacht haben wir aber keins mehr, aber trotzdem, wir haben 3-0 gegen Altach gewonnen und es ist ein sehr gutes Gefühl heute. Wir haben von Anfang an gesagt in der Saison, dass es sehr wichtig ist für uns, dass wir einen guten Teamgeist in der Mannschaft haben, dass wir eine gute Stimmung in der Mannschaft haben. Und ich denke, das sieht man am Platz, dass wir absolute Einheit sind. Wir können 7-8 Ausfälle haben, wir gewinnen das Derby gegen St. Pölten 1-0, wir können heute wieder 7 Ausfälle haben, wir gewinnen gegen einen Bundesligisten 3-0. Auf der Bank sitzen durchwegs sehr junge Spieler, die ihre ersten Profispiele machen, die kommen super rein, setzen Akzente, so wie der Marco Wagner heute, der super reinkommen ist zum Beispiel, oder auch die anderen, der André. Also kann man wirklich jeden loben und ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir sind jetzt ganz gut drinnen, wir haben uns sehr gut gefunden und bin sehr positiv gestimmt für die nächsten Wochen. Ja, wir wollen auf jeden Fall in Steyr was mitnehmen, wir wollen wenn möglich auch dort gewinnen. Ich denke, das Zeug dazu haben wir, wir haben jetzt auch Selbstvertrauen. Wir haben jetzt zweimal in Folge 2-0 gewonnen gegen zwei gute Gegner. Und jetzt wird es auch Zeit, dass wir auswärts unseren ersten Dreier machen. Ja, das ist natürlich überragend, wenn du im Cup gegen einen Bundesligisten, die uns voriges Jahr ja sehr viel Schmerz bereitet haben, heuer gewinnst, aufsteigst und jetzt eine Runde weiter bist. Und ich glaube, man sieht, was für eine geile Mannschaft wir sind. So viele Ausfälle, mit denen wir, die wir jetzt gehabt haben die letzte Woche und alle halten zusammen. Das ist schon richtig geil momentan. Ja, auf jeden Fall. Also, dass man da 3-0 führt in der Halbzeit, da haben wir richtig gut gespielt und wir haben uns das 3-0 auch mehr als verdient. Und wir waren auch spielerisch viel besser als Altach. Und ja, das mit einer 3-0 Halbzeitführung in die zweite Halbzeit gehen, war natürlich angenehm. Und dann haben die nochmal viermal gewechselt und wir haben da auch standgehalten, haben das sehr, sehr gut verteidigt und darauf können wir echt stolz sein. Natürlich, also das ist ja eine Belohnung, dass wir da spielen dürfen. Und jetzt in Steyr müssen wir den Flow mitnehmen, den Schwung mitnehmen, alles wieder raushauen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir dort noch 3 Punkte holen. Aber wir müssen wieder von Anfang an 100% geben, uns nichts schenken. Und nur so kannst du gewinnen, wenn du von Anfang bis Ende 100% gibst. Ja, also bin mega stolz auf die Mannschaft. War überragende erste Halbzeit. Ja, wir haben keinen Torschuss zugelassen, ich glaube eine Flanke und nach vorne ging immer die Post ab, ja, und auch zweite Halbzeit das wirklich souverän und sehr, sehr professionell und reif wegverteidigt und wir waren jederzeit dem 4-0 näher als der Gegner, dem Anschlusstreffer, ja, hatten dann natürlich ein paar Standards zu überstehen und ein paar lange Bälle, ja, und haben das aber trotz, obwohl wir ja, teilweise körperlich unterlegen waren, wirklich über die Teamarbeit, ja, über viel Personal, dann immer wieder gelöst. Also ein riesen Kompliment. Ja, jetzt geht es darum, sich zu erholen und am Freitag eine ganz wichtige Aufgabe. Aber ich bin mir sicher, so wie wir jetzt die letzten beiden Spiele aufgetreten sind, dass die Jungs einfach die Woche krönen wollen und da den dritten Dreier in Serie holen wollen und seinen ersten Auswärtssieg. Und da geht es einfach darum, sich schnell zu erholen, den Fokus wieder zu finden. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Pokalrunde. Aber wie gesagt, jetzt ist der Fokus erstmal auf das Spiel am Freitag.